Mein Name ist William Shakespeare und ich wurde am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon, England, geboren. Meine Geschichte ist die einer Reise von bescheidenen Anfängen zu Weltruhm, eine Reise, die das Erbe der englischen Literatur für immer geprägt hat. Meine Kindheit in Stratford war einfach, aber meine Neugier und mein Durst nach Wissen trieben mich dazu, die örtliche Schule zu besuchen, wo ich die Grundlagen des Lesens, Schreibens und der lateinischen Literatur erlernte. Diese frühe Bildung legte den Grundstein für meine spätere Karriere als Schriftsteller. Mit 18 Jahren heiratete ich Anne Hathaway und kurz darauf wurden unsere ersten Kinder geboren. In den folgenden Jahren arbeitete ich in London als Schauspieler und begann, erste Gedichte und Theaterstücke zu verfassen.